Ich lese Medikamente im Testbuch Hochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im orangen Kapitel, das heißt, Therapie kontrollieren bei aussichtslos gibt es nicht, heißt der Abschnitt. Und damit endet dieses Kapitel. Das geht dann weiter mit Medikamente bewertet. Da sind die einmal in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und dann geht es nach Medikamentengruppen weiter. So, das ist dann auch das letzte Kapitel. Damit endet das Buch. Das ist auch das längste Kapitel. Das geht von 97 bis auf Seite 151. Ja. Also, das Kapitel heißt Therapie kontrollieren und der Abschnitt heißt aussichtslos, Fragezeichen gibt es nicht, Ausrufezeichen. Wenn Ihr Blutdruck schwer einstellbar ist und trotz Medikamenteneinnahme nicht sinken will, kann das viele Gründe haben. Die lassen sich oft beheben. Sie nehmen schon seit einiger Zeit Medikamente gegen zu hohen Blutdruck und nicht nur eins, sondern gleich mehrere und zwar in hoher Dosierung. Der Blutdruck ist aber immer noch nicht zufriedenstellend. Bei 10 bis 20% der Hypertoniepatienten ist der Blutdruck schwer einstellbar. Bevor man jedoch von einer therapieresistenten Hypertonie spricht, müssen verschiedene Punkte vorab geklärt sein. Denn meistens ist der Hochdruck nur scheinbar resistent gegen jegliche Therapie. Die Kombi. Nehme ich mindestens drei Antihypertensiva, ist eines davon ein Diuretikum. Zur Definition einer therapieresistenten Hypertonie gehört nämlich, dass eine solche Kombitherapie erfolgt sein muss und nicht genügend wirksam ist. Das Verhalten. Habe ich versucht, meinen Lebensstil zu ändern, habe ich abgenommen, mich mehr bewegt, besser und salzärmer ernährt, für mehr Entspannung gesorgt. Solche Veränderungen gehören mit zur Therapie und unterstützen die Wirkung der Medikamente. Die Einnahme. Habe ich meine Medikamente überhaupt regelmäßig eingenommen? Mangelnde Adhärenz, so wird die Therapietreue genannt, ist eine der häufigsten Gründe für schlechte Werte. Eine aktuelle Studie ergab, dass bis zu 80% der Patienten ihre Tabletten nicht wie verordnet schlucken. Seien Sie ehrlich gegenüber sich selbst und auch gegenüber dem Arzt. Beichten Sie ihm Ihre Versäumnisse und berichten Sie auch von Ihren Gründen. Weißkittelhypertonie. Ursache für die hohen Werte ist in diesem Fall der Arzt. Der Stress beim Arztbesuch lässt den Blutdruck steigen. Zu Hause dagegen sind die Werte normal. Eine Langzeitblutdruckmessung gibt Aufschluss, eventuell auch eine Blutdruckmessung in Anwesenheit des Praxispersonals. Pseudohypertonie. Im Alter ist es nicht ungewöhnlich, dass die Gefäße so steif sind, dass sie sich nicht gut durch die Manschette des Messgeräts zusammendrücken lassen. Die Werte fallen zu hoch aus. So. Letzter Abschnitt. Nee, ist gar nicht wahr. Es gibt hier einen farbigen Abschnitt gleich. Und eine Information, die abgesetzt ist, auch farblich abgesetzt. Ist die Pille oder sind die Nieren schuld? Auch manche Medikamente haben als Nebenwirkung Bluthochdruck, wie Rheumamittel, Cortison oder die Pille.
Hinter einem schlecht einstellbaren Blutdruck kann aber auch eine bisher nicht erkannte Krankheit stecken, die den Druck steigen lässt. Die vermeintlich primäre Hypertonie entpuppt sich dann als eine sekundäre Hypertonie. So treiben möglicherweise eine noch unentdeckte Nierenerkrankung oder eine Verengung der Nierenarterien den Blutdruck in die Höhe. Oder nächtliche Atemaussetzer belasten den Kreislauf. Zur Abklärung kann es sich lohnen, sich zu einem Hypertensiologen überweisen zu lassen. Jetzt kommt was farblich Abgesetztes. Was ist ein Hypertensiologe? Hypertensiologen sind Fachärzte der inneren Medizin, die eine spezielle Ausbildung für die Behandlung von Bluthochdruckpatienten absolviert haben. In Deutschland wird diese Ausbildung von der Deutschen Hochdruckliga, DHL, organisiert. Die spezialisierten Ärzte tragen die Bezeichnung Hypertensiologe, DHL. Wenn die Ärzte von der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie, ESH, ausgebildet wurden, nennen sie sich Hypertension Specialist of ESH. Darüber hinaus gibt es spezielle Hypertoniezentren, die von der DHL und der ESH zertifiziert wurden. Adressen finden Sie auf www.hochdruckliga.de. Erst wenn all diese Punkte ausgeschlossen wurden und der Blutdruck immer noch nicht die für Sie geltenden Zielwerte erreicht hat, dokumentiert durch eine Langzeitmessung, spricht man von einer echten therapieresistenten Hypertonie. Dann kann der Arzt durchaus noch mehr Register ziehen und 4, 5 oder auch 6 Antihypertensiva verordnen. Darunter werden dann auch Substanzen sein, die nicht zur ersten Wahl gehören, sich aber in solchen Kombinationen bei schwer einstellbarem Bluthochdruck bewährt haben. Sollte eine solche Mehrfachkombination immer noch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, sind Eingriffe wie die renale Denervation oder die Baroflex-Simulation in Erwägung zu ziehen. Aber nur dann, wenn wirklich alle bewährten und wissenschaftlich geprüften Möglichkeiten der medikamentösen und nicht medikamentösen Therapie ausgeschöpft sind. Doch häufig handelt es sich bei genauem Sehen um eine Pseudoresistenz. Eigentlich gelingt es fast immer, den Blutdruck doch noch in den Griff zu bekommen. Jetzt der farblich abgesetzte Kasten mit dem I. 2 Eingriffe können zum Einsatz kommen. Bei der renalen Denervation verödet ein Spezialist mittels Katheter die Nierennerven, die an der Regulation des Blutdrucks beteiligt sind. Zum anderen gibt es die Möglichkeit einer elektrischen Stimulation des sogenannten Barorezeptoren in der Halsschlagader. Das nennt sich Baroreflexstimulation. Diesen Nervenknoten wird ein hoher Blutdruck vorgetäuscht, sodass das Gehirn reagiert und den Blutdruck herunterschraubt. Beide Verfahren sind allerdings noch nicht ausreichend geprüft. So, es geht weiter mit Medikamente bewertet. Tschüss, bis morgen. Wir haben nach 19 Uhr, ich höre für heute auf. Thank you.